8, dann machen wir das. Ja. So, wir sind live. Wir warten einen kurzen Moment, weil erfahrungsgemäß es etwas dauert, bis der ein oder andere zusieht. Herr Laumann zieht nochmal die Krawatte gerade. Auch das ist schon live jetzt. Liebe Leute, schön, dass ihr alle dabei seid, zuschaltet bei einem ganz spannenden Talk, wie ich finde, und zwar NRW-Gesundheitsminister, Ikone, muss man ja schon sagen, Karl-Josef Laumann im Livestream bei mir auf Facebook und YouTube. Und wir müssen noch ein bisschen warten, bis der eine oder andere sich zuschaltet. Ich freue mich total, Herr Laumann, muss ich jetzt noch mal sagen, dass das geklappt hat, weil die Zeit ist ja etwas brisant aktuell und dass Sie es zwischen irgendwelchen Live-Schalten, Konferenzen mit Kollegen oder sonst wem jetzt schaffen, hier Rede und Antwort zu stehen, finde ich großartig. Einen wunderschönen guten Abend. Haben Sie überhaupt schon heute was gegessen, getrunken oder sitzen Sie den ganzen Tag an der gleichen Stelle? Nein, ich sitze nicht den ganzen Tag an der gleichen Stelle. Ich war heute Morgen schon in der Uniklinik Münster, nicht weil ich krank bin, sondern weil ich da was zu besprechen hatte und bin dann weitergefahren hier nach Düsseldorf. Aber heute ist natürlich wie immer zur Zeit in der Pandemie ein Tag, den man einfach nicht planen kann. Wir warten natürlich oder wir haben jetzt ja die Entscheidung der EMA, wie es mit AstraZeneca aus ihrer Sicht weitergehen kann. Wir haben heute Abend noch um 20 Uhr eine Schalte der Gesundheitsminister aller Länder mit Jens Spahn, um dann zu sehen, wie auch sich die Ständige Impfkommission in Deutschland dazu verhält. Ja, und dann wollen wir hoffen, dass wir dann morgen wieder in ein Testgeschehen eintauchen können. Wie war denn eigentlich, wir holen jetzt mal die Leute nochmal ab. Ich glaube zwar mittlerweile haben es alle mitbekommen, aber es gibt ja momentan einen Impfstoff mit AstraZeneca aufgrund von der Frage, ob es da einen Zusammenhang gibt mit Sinusvenenthrombosen, Hirnvenenthrombosen und dem Impfstoff. Darauf wurde der Impfstoff erstmal die Verabreichung gestoppt seitens der Bundesregierung. Wie war das für Sie, Herr Laumann? Das Telefon stand nicht mehr still oder wie haben Sie es erfahren? Ja klar, ich Und was meine, es ist folgte natürlich dann? so, wenn eine solche Entscheidung durch die STIKO gemacht wird, das auszusetzen, führt das ja ganz logisch zu Verunsicherungen. Menschen, die gerade damit geimpft worden sind, sagen natürlich, was bedeutet das für mich? Man muss jetzt aber auch sagen, die STIKO hat ja ganz schnell auch eine Mitteilung an alle Ärztinnen und Ärzte in Deutschland gemacht, auf welche Symptome man achten muss. Ich persönlich sehe es so. Eigentlich ist das ja ein Beweis dafür, dass die Sicherungssysteme in unserem Gesundheitssystem funktionieren. Dass die ganzen Daten, die jetzt durch die Impfungen erhoben worden sind, nicht nur erhoben werden, sondern auch ausgewertet werden. Und wenn es eine Auffälligkeit gibt, dass dann auch die Sache auf den Grund gegangen wird. Eigentlich ist das ja vernünftig, obwohl ich schon den Eindruck habe, dass es auf manche Menschen auch so wirkt, für Verunsicherung. Aber ich glaube ganz einfach, wenn die STIKO einen solchen Schritt geht, kann die Politik eigentlich gar nicht anders, wie auch diese Entscheidung der STIKO dann auf den Rechtsweg, dass man eine Verordnung macht, dass eben der Impfstoff, bis es geklärt ist, nicht mehr verimpft werden darf, kann Politik, finde ich, gar nicht anders entscheiden. Denn wir sind ja in der Politik jetzt nicht alles Mediziner und wir sind natürlich in diesen Fragen, das muss man ganz klar sagen, auch, glaube ich, gut beraten, wenn wir die Institutionen, die in Deutschland einen guten Namen haben für gute Arbeit, und ich glaube, das darf man von der STIKO wohl sagen und das darf man auch vom RKI wohl sagen, dass das natürlich auch Empfehlungen sind, die für uns, ja, ich will nicht sagen bindend, rechtlich natürlich nicht, aber politisch am Ende doch bindend sind. Also ich glaube auch, dass natürlich das sinnvoll ist, dass man mal zumindest zuhört, wenn einer irgendwie den Finger hebt und sagt, Achtung, da könnte ein Risiko vorliegen. Wie ist denn das jetzt gewesen? Also dann, das wurde an den Gesundheitsminister herangetragen, dass wir jetzt mal irgendwie alle mitnehmen und abholen, wie sowas vor sich geht, weil viele glauben ja immer, es ist eine Individualentscheidung und jetzt hat der Laumann irgendwie AstraZeneca im Keller. Das stimmt ja so nicht, sondern es wird ja quasi eine Empfehlung ausgesprochen. Und wie läuft das dann? Dann ruft der Gesundheitsminister, der Bundesgesundheitsminister Sie dann an und sagt, handeln Sie mal oder wie ist da der Ablauf? Ja gut, also der Ablauf ist natürlich so, dass es erst einmal natürlich vollkommen klar ist, wenn in Berlin der Bundesgesundheitsminister sich vor der Presse stellt und verkündet das, dann haben wir es natürlich über die ganz normalen Medien, mach mal schneller wie über den Amtsweg. Ach. Das ist ja auch klar. Aber Instagram, da Herr Laumann, Instagram. Ist das ja, neue Telefon? aber da ja die
kommt die Mitarbeit oder die Zusammenarbeit in dieser Pandemie zwischen den 16 Gesundheitsministern der Länder und dem Bundesgesundheitsminister eine sehr enge ist. Es ist natürlich klar, dass er anschließend dann auch sofort eine Videokonferenz mit allen Gesundheitsministern macht, wo dann auch zum Beispiel die Leitung des RKIs, des Paul-Ehrlich-Institutes mitbeteiligt ist, mit dem wir dann diese Fragen klären können. Am Anfang steht ja immer eine Sachaufklärung. Man muss es ja erstmal verstehen, warum ist was entschieden worden. Und ja gut, und dann muss man natürlich überlegen, wie geht man damit um und was bedeutet das dann auch, ja, in der, das heißt natürlich dann, dass dann auch völlig klar ist, dass eine solche Verordnung, wie man das dann wieder nennt, rausgeht an alle Gesundheitsämter in den Kreisen. Und dann wissen die Bescheid, dass es eben zum Beispiel einen Impfstoff gibt, wie das dann diese Woche Montag der Fall war. Und was ist jetzt mit dem Impfstoff passiert, der jetzt quasi schon in den Impfzentren aufgezogen war oder mit den Leuten, die am gleichen Tag noch einen Termin haben bekommen hatten? Wir haben dann die Impfzentren ja informiert. Das war so hier in Nordrhein-Westfalen so irgendwie zwischen 16 und 17 Uhr. Und damit war das Impfen natürlich abrupt in den Impfzentren zu Ende. Denn wenn entschieden ist, dass nicht geimpft werden kann, dass eine Impfpause gemacht wird, so will ich es mal nennen, wie es jetzt bei diesem Impfstoff war, dann gibt es natürlich auch keinen Arzt mehr, der sagt, ich verabreiche diesen Impfstoff jetzt auf eigenes Risiko. Das ist auch richtig alles so. So, und was jetzt den AstraZeneca-Impfstoff angeht, der in den Impfzentren ist, der ist natürlich so weggestellt worden. Der ist ja in seiner Eigenschaft nicht ganz so anspruchsvoll wie der BioNTech-Impfstoff. Und da ist auch kein Impfstoff dann in großem Umfang verdorben, sondern... Da muss ich ganz kurz reingehen, bevor die Ärzte gleich wieder schreien. Also mit der Aussage, in seiner Eigenschaft nicht ganz so anspruchsvoll, ist nicht die Wirksamkeit gemeint, sondern die Kühlkette, nehme ich an. Damit ist die Kühlkette gemeint. Ja, der Laumann hat gesagt, das ist nicht so sinnvoll und so und schon geht's wieder los. Ja. Also deswegen, nein, das war nicht gemeint. Ja. Also Frau Dokkara, schön, dass Sie das jetzt nochmal klargestellt haben. Es ist ganz schön, so der BioNTech-Impfstoff muss ja mit 70 Grad, wenn er länger aufbewahrt werden soll, gekühlt bleiben. Wenn er einmal aufgetaut ist, hält er sich auch noch eine gewisse Zeit. Der AstraZeneca ist sehr zufrieden, wenn er zwischen 2 und 8 Grad gelagert wird und hält sich dann auch, ich glaube, sogar ein halbes Jahr. Also Herr Laumann, Sie sind ja mittlerweile schon, muss man sagen, ein fast so belesen wie mancher Virologe. Ich möchte gar nicht wissen, was Sie den ganzen Tag sich auch noch neben Ihren ganzen Terminen dann da lesen müssen. Wie viele E-Mails bekommen Sie denn am Tag seitdem? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Also ich sehe ja alles das, was an meine Person persönlich gerichtet ist, und auf diese E-Mail-Adresse Kai-Josef Laumann Max und so eingeht, sehe ich, es sind auf jeden Fall jeden Tag sehr, sehr viele, ich zähle sie da nicht, die werden mir alle in so Mappen gelegt. Und das ist eigentlich immer so meine Arbeit, wenn ich 2 Stunden auf der Heimfahrt bin, eben diese Akten durchzublättern. Es ist ja so, dass die E-Mail-Lage ja deswegen, finde ich, wichtig ist, dass man sie zumindest quer liest, weil man sonst gar nicht weiß, wie die Leute denken. Die Leute schreiben uns natürlich schon, wie sie denken. Das ist die eine Seite. Aber wir haben zum Beispiel mehrere tausend... Aber Entschuldigung, wie denken denn die Leute? Wie denken denn die Leute? Was ist denn das, was die so jetzt gerade... Ja, also wenn man ein Ministerium schreibt, schreiben natürlich erst immer viele Leute, die unzufrieden sind. Also die Leute, die glücklich sind, schreiben mit den Umständen weniger wie die unzufrieden sind. Ja, aber da ich in meinem Leben ja auch schon mal 3 Jahre Patientenbeauftragter der Bundesregierung war, kann ich das ganz gut einschätzen. Es ist immer so, wenn zu einem bestimmten Thema ziemlich viele Leute schreiben gefühlt, dann liegt auch wirklich was im Argen. Und wenn das nur Einzelbriefe sind, dann ist es eben ein Einzelproblem. Also da kriegt man schon, wenn man es so lange macht wie ich, ein Gefühl für, wenn viele zu einem bestimmten Thema schreiben, ist was im Argen. Und natürlich ist zurzeit es ja auch so, dass viele Menschen schreiben, warum geht das Impfen so langsam? Dass das Tempo des Impfens natürlich von der Menge des Impfstoffs abhängt zurzeit und nicht von der Menge
der Menschen, die Impfstoff verabreichen können, ist zum Beispiel einfach eine Wahrheit, die ich ja auch nicht ändern kann. Manche Menschen glauben, ich hätte Millionen von Dosen von Impfstoff irgendwo im Keller liegen und würde sie nicht rausrücken. Das ist natürlich eine Mehr. Wir haben natürlich für Zweitimpfungen gewisse Reserven, aber das sind dann vielleicht 250.000 Dosen, die wir einfach unbedingt brauchen, um die Zweitimpfungen 21 Tage nach der Erstimpfung auch sicherstellen zu können. Zurzeit ist einfach unser Problem in Deutschland wie in der ganzen europäischen Gemeinschaft, dass einfach der Impfstoff noch knapp ist. Und weil er knapp ist, müssen wir priorisieren. Das heißt, wir müssen den Impfstoff ja zuallererst den Menschen geben, die dann, wenn sie krank würden, das höchste Risiko haben oder Berufe haben, wo man sich eher ansteckt wie in anderen Berufen. So, und dass wir zum Beispiel jetzt die Menschen in Altenheimen alle geimpft haben, hat ja dazu geführt, dass wir jetzt noch weit unter 400 Infektionen in den Altenheimen haben. Und ich sag mal, wir hatten am 23. Dezember über 5000 Infektionen in den Altenheimen. Und jeder zweite Mensch, der in Nordrhein-Westfalen an Corona gestorben ist oder mit Corona gestorben ist, wie man das so genau im Amtsdeutsch sagt, hat in ein Altenheim gelebt. Also, dass das Impfen in den Altenheimen dazu geführt hat, dass wir eben in der Kategorie der über 80-Jährigen, haben wir jetzt ja auch schon ganz viele Menschen geimpft, die nicht in Altenheimen sind, wir zurzeit mit Abstand die wenigsten Infektionen haben. Aber Sie haben ja gerade so schön gesagt, da möchte ich nochmal drauf eingehen, das fand ich eigentlich ganz gut formuliert, wenn viele Menschen schreiben über ein Thema, dann ist einiges im Argen. Was ist denn das, was aktuell, und jetzt lassen wir mal die Impfstoff, also wie viele Impfstoffe da sind, das haben wir jetzt auch schon hinreichend diskutiert, Sie können es sich auch nicht backen, im Keller haben Sie es auch nicht, und Sie haben auch mal so schön gesagt, Sie haben Geld, aber was bringt einem Geld, wenn man nichts dafür kaufen kann, weil keiner liefern kann. Was ist denn das, was im Argen ist, was die meisten Menschen Ihnen irgendwie schreiben? Sind die sauer, weil sie keinen Termin kriegen, oder sind die sauer, weil irgendwie sie einen anderen Impfstoff wollen, oder weil jetzt der Impfstoff gestoppt worden ist, oder was ist das, was am häufigsten da auf in den besorgten Mails. Ja gut, also es ist ja so, wenn zum Beispiel jetzt diese Impfpause, die es bei AstraZeneca gegeben hat, hat natürlich erstmal auch ganz viele Fragen gebracht, die auch äußerst berechtigt sind. Zum Beispiel, ich bin dann und dann das erste Mal damit geimpft worden, was heißt das für die Zweitimpfung? Das sind ja erstmal ganz normale Fragen, die ja auch logisch sind, völlig logisch sind. Dann kann ich natürlich sagen, bis die Zweitimpfungen anstehen, ist noch relativ viel Zeit, weil wir ja bei AstraZeneca das erst nach der 12. Woche machen und wir erst seit Anfang Februar in großen Mengen AstraZeneca verimpfen, kann ich natürlich dann sagen, Leute, jetzt macht euch mal keine Sorgen, das hat bei euch noch lange Zeit und bis dahin werden die Mediziner entschieden haben, was da sinnvoll ist und was da richtig ist. Wir haben natürlich auch, dass die Leute sagen, warum ist das so, dass jetzt, sagen wir mal, junge Menschen, die Erzieherin sind oder Lehrerin sind, in einer Grundschule geimpft werden und ich habe als 70-Jährige noch keinen Impftermin. Das sind ja auch Fragen, die ganz logisch sind, dass sie gestellt werden, aber daran merkt man natürlich, dass manche 70-Jährigen auch sagen, warum sind wir jetzt noch nicht dran und warum habt ihr entschieden, dass andere Menschen zurzeit geimpft werden? Oder auch die Frage, die man dann ja auch sehr konkret nachgehen muss. Ich habe leider eine Krebserkrankung. Ich werde bald Chemotherapie kriegen, möchte aber gerne vor der Chemotherapie noch geimpft werden. Wie kann ich auf diese hohe Priorität kommen, dass das auch passiert? Das sind natürlich viele Wissensfragen. Aber ich will auch ganz ehrlich sagen, wo wir zum Beispiel die Terminvergabe für die über 80-Jährigen gemacht haben, das haben wir ja. Wir konnten damals wegen der Impfverordnung, will das jetzt gar nicht alles erklären, die Jahrgänge nicht aufteilen. Da sind uns ja 2-3 Tage die Computersysteme überlastet gewesen. Da kriegst du natürlich schon eine Packung ab. Dass die Leute sagen, ich versuche seit 4 Tagen einen Termin zu kriegen und kriege keinen. Und da haben sie ja auch recht. Das ist ja auch eine unerfreuliche Situation, wo man jetzt bei den zukünftigen Terminvergaben natürlich auch aufpassen muss, dass uns das nicht wieder passiert.
Jetzt hat passend dazu auch eine Dame hier einen Kommentar geschrieben, den finde ich eigentlich ganz gut, auch eine Frage. Also wäre es jetzt nicht besser gewesen, in die Breite zu impfen und die Menschen mit den meisten beruflichen Kontakten, haben Sie ja auch gesagt, Schwestern beispielsweise, Altenpfleger und ähnliches zu impfen? Weil wie sind denn die alten Herrschaften an das Virus gekommen? Sie vermutet durch das Personal oder den Besuch. Ich meine, das ist ja auch mittlerweile klar, ne, dass Kontakte an sich ja auch dafür das Ganze gefördert haben. Und ja, also das hatten wir, glaube ich, da gab es, glaube ich, so einen offenen Brief von so einer Ärztin auch an Silvester bezüglich der Impfreihenfolge, Herr Laumann. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, aber da ging es ja eigentlich auch darum. Da haben Sie ja auch ganz gut das kommentiert. Vielleicht können Sie das einmal nochmal sagen, wie Sie da priorisiert Also haben. es ist ja so, dass die Ständige Impfkommission ja eine Reihenfolge festgelegt hat. Und da gibt es eine Priorisierungsstufe Stufe 1, die sollten wir zuerst impfen. Und da standen natürlich erstmal ganz oben die Altenheime. Das muss man schon sagen. Und damit sind wir in Nordrhein-Westfalen auch angefangen. Und ich habe auch das sehr konsequent am Anfang gemacht. Wir haben immerhin in Nordrhein-Westfalen 250.000 Menschen, die in Altenheime leben. Da gibt es ungefähr genauso viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil wir da einfach die meisten Fälle hatten, die meisten Todesfälle hatten. Das ist, glaube ich, auch von der ganzen evidenzbasierten Wissenschaft einfach ganz klar, dass da einfach das höchste Risiko war, wenn man es kriegt, dran zu sterben. So, und dann gab es den Bereich des Personals in den Krankenhäusern. Das war, denke ich, der zweite Punkt, wo Sie ja auch gesagt haben, mein Gott, warum geht das so langsam, bis wir in den Krankenhäusern geimpft werden? Da war dann ja auch unterschieden. Menschen, die in der Notaufnahme arbeiten, Menschen, die auf Intensivstationen arbeiten, Menschen, die nah an Covid-Patienten arbeiten, sehr vorrangig in den Krankenhäusern zu impfen. Dann später erst andere Menschen in den Krankenhäusern zu impfen, die eben in anderen Bereichen arbeiten. Das war eben die zweite Priorität. Und da muss man schon sagen, dann ist aus politischen Gründen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland, gesagt worden, weil wir es ganz wichtig finden, dass die Kindertagesstätten funktionieren, die Kitas funktionieren und auch die Grundschulen funktionieren. Und bei kleinen Kindern ist das ja auch mit Maske tragen und vielen anderen nicht ganz so einfach, zumindest in der Kita. Lass uns doch sehen, dass wir auch die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas und die Lehrer in den Grundschulen, Förderschulen auch in die Prio 2 tun. Aber da sind eben auch viele andere Berufsgruppen drin, zum Beispiel die Mitarbeiter der ambulanten Arztpraxen und auch die über 70-Jährigen. Also so entstehen halt Prio-Gruppen. Und ich will noch einmal sagen, die Prio heißt ja im Grunde genommen, es ist sehr wenig Impfstoff da und wir wollen den Impfstoff zunächst einmal denen geben, die das größte Risiko haben. So, und Und wenn du jetzt? ihn impfst, dann mag das ja auch eine Lösung sein, aber es hat natürlich dann mit einer Priorisierung nichts mehr zu tun. Und jetzt kommt folgendes Problem. Jetzt haben wir sowieso schon zu wenig Impfstoff. Die Priorisierung, haben wir ja gerade gesagt, klar, da gehen wir nach. Und jetzt kam natürlich auch beispielsweise Lehrer und Erzieher irgendwie eine Gruppe höher. Und jetzt kommt noch die Tatsache, dass jetzt einer der Hoffnungsträger Impfstoffe zumindest für kurze Zeit ausgesetzt wurde, dass das natürlich irgendwie ein bisschen ja, Verunsicherung bei der Bevölkerung herbeiruft, ist, glaube ich, auch verständlich. Und möchte da deswegen auf die Frage eingehen, die auch immer wieder kommt. Was ist denn mit den Schulen? Was sagt denn unsere NRW-Landesregierung? Hat sich ja irgendwie gegen Schulschließungen jetzt auch geäußert, weil oder beziehungsweise denkt jetzt so gerade aktuell, glaube ich, nicht darüber nach, die Schulen dicht zu machen. Es werden immer mehr Forderungen laut, das zu tun. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Was haben die Schulen da zu tun? Also es ist so, der aktuelle Stand ist ganz einfach, wenn eine Kommune, davon haben wir seit 14 Kreis- oder kreisfreien Städten, über die Inzidenz von 100 kommt, dann passiert Folgendes, dass das Gesundheitsministerium zusammen mit den Landesgesundheitszentren, mit den Gemeinden zusammen, also mit den Gesundheitsämtern der Gemeinden, der Kreise überlegt und bespricht, was können wir denn tun, um wieder bessere Zahlen zu kriegen, um die Pandemieentwicklung bei euch einzudämmen. Und dann liegt es ja immer daran, auch ein bisschen, wo sind die Herde, in welcher Gemeinde, in einem Landkreis kann es oft sein, dass man das Problem in einer Kommune hat, aber in einer Kommune überhaupt kein Problem hat. Ich finde, da muss man schon sehr differenziert hinschauen. Und dann
war es, ich sag mal, zu Beginn der Pandemie so, auch letzten Sommer noch so oder Herbst. Immer wenn irgendwo ein Problem erschien, war immer die erste Entscheidung, wir schließen Kita und Schulen. Und dann gucken wir mal weiter. Und das war aber auch, finde ich, von allen klar, dass das auch nicht immer gerechtfertigt war und die beste Idee war. Die Wenn Schulen deine aufzumachen, Kinder, meinen Sie? nein, ich glaube, dass einfach immer Schulen schließen und immer Kindergarten geschlossen wurde. Denn wir haben ja nun auch sehr viele mittlerweile Erfahrung darin. Wir sind ja schon ein Jahr in diesem ganzen Wechsel drin, dass natürlich klar ist, dass insbesondere die Kinder, die in auch, ich sag mal, sozial etwas schwierigeren oder anderen Verhältnissen leben, ich will es jetzt gar nicht bewerten, die großen Verlierer sind, wenn die Schule zu hat. Es ist schon ein Unterschied, ob überhaupt die elektronischen Geräte dafür da sind, ob es vom Küchentisch passieren muss, ob ein Kind ein eigenes Zimmer hat oder ob es in ganz anderen Verhältnissen lebt. Und deswegen ist natürlich die Frage, dass Schulunterricht stattfindet, auch eine soziale Frage. Und wenn ganz kleine Kinder überhaupt nicht mehr über Wochen im öffentlichen Raum gesehen werden, kleine Kinder haben ja überhaupt keine Möglichkeit, sich zu wehren, wenn sie zum Beispiel in einem Elternhaus leben, wo sie es nicht nur gut haben. Und dass die dann keiner sieht über Wochen, das ist auch problematisiert worden und als ein Thema dargestellt worden. Und deswegen haben wir hier gesagt, wie auch in anderen Bundesländern, es kann nicht immer so sein, dass als erstes Schulen geschlossen werden, sondern man muss sich die Gesamtsituation angucken. Und wenn es notwendig ist, wegen der Infektionslage Schulen zu schließen, dann werden selbstverständlich auch Veränderungen bei den Schulen gemacht. Und dann ist es nochmal wieder ein Unterschied, ob ich eine Grundschule schließe, wo ich dann auch gleichzeitig wieder sagen muss, wir kriegen Notbetreuung hin, zum Beispiel für Menschen, die in einem Gesundheitssystem arbeiten, die wir dort dringend brauchen. Bei einer Kita ist das genauso. Wie kriegen wir das mit den Abschlussklassen hin? Denn wenn wir da überhaupt keinen Unterricht machen, ist das so mit den Abiturprüfungen auch eine Frage, wie das in wenigen Wochen gehen soll. Oder wollen wir dieses Jahr keine Abiture machen? Das ist dann wieder eine ganz andere Entscheidung. Und dann hat man natürlich vielleicht einen gewissen Spielraum über die Frage von Wechselunterricht, um mehr Platz in den Klassen zu schaffen. Man hat sicherlich Möglichkeiten zu überlegen, was ist mit der fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Schuljahr. Das zehnte Schuljahr Abschlussklasse ist wieder eine andere Frage. Also da ist eben nicht alles schwarz oder weiß, sondern dazwischen liegt vieles und dazwischen wird auch entschieden. Also das glaube ich auch und die Sympathie für Sie steigt auch von meiner Seite ins Unermessliche, weil ich auch als Mutter das auch nachvollziehen kann. Mir blutet auch das Herz und ich sehe auch, wie emotional Sie da wirklich auch sind, was jetzt auch das Betreuen von den Kindern angeht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, oh, jetzt hat er wahrscheinlich eine Nachricht gekriegt, müssen Sie weg? Nee. Jetzt kann Ja, man. das ist natürlich, ich muss wieder jetzt leider sagen, ich habe gerade den Zettel gekriegt, ich habe um 19:30 Uhr eine Schalte mit allen Gesundheitsministerkonferenzen, wie es mit So, AstraZeneca weitergeht. ja, genau, Aber und machen das wir wollen jetzt. wir natürlich, das, Herr Laumann, das wollen wir natürlich nicht unterbinden, weil darum geht es ja jetzt weiter. So, für alle jetzt mal nochmal zusammenfassend. Die EMA hatte heute eben oder vor ganz kurz, ich glaube vor 2 Stunden habe ich es gelesen, hat gesagt, die Impfung mit AstraZeneca würde sie weiter als sicher beurteilen. Das heißt, ich nehme an, dass es in der Schalte mit den Gesundheitsministern darum geht, ob es weitergeht mit AstraZeneca. Ist es richtig? Ist das diese berühmte Schalte, auf die Sie jetzt gleich Genau warten? darum geht es und es geht darum, wie auch die Ständige Impfkommission das einschätzt und ob es vielleicht bestimmte Gruppen in der unter uns Menschen gibt, wo wir besonders vorsichtig sein müssen. Und das muss ich jetzt wirklich unbedingt machen. Ja. Versprochen, wenn Sie wollen, komme ich mal irgendwann, machen wir dann an anderen Tag weiter. Ja, auf jeden Fall. Also Herr Laumann muss jetzt weg. Das ist natürlich extrem brisant. Das ist die Schalte, auf die wir alle gewartet haben. Das heißt, gibt es dann heute Abend noch ein Ergebnis? Wissen Sie sowas oder kommt das morgen oder wann weiß es nicht genau? Ich glaube schon, dass wir heute Abend zu einem Ergebnis kommen. Gut, okay, Herr Laumann, dann will Also, ich Sie jetzt nicht danke. aufhalten. Wir holen das nach. Herr Laumann geht jetzt und geht in die wichtige Schalte mit den Gesundheitsministern der Länder und dem Bundesgesundheitsminister Herr Spahn zu den neuen Entwicklungen bei AstraZeneca.
Ob das Ganze jetzt, heute hat die EMA gesagt, sie hält den Impfstoff für sicher und empfiehlt die Weiterimpfung, trotz der seltenen Fälle, die beobachtet worden sind mit Sinusvenenthrombosen aktuell. Ihr wisst es jetzt mittlerweile alle, 6 Stück auf 1,7 Millionen. Das ist sehr, sehr gering. Nichtsdestotrotz wird es beobachtet oder wurde es beobachtet und geprüft. Die EMA, also die Europäische Kommission, hat eben bekannt gegeben, dass sie den Impfstoff für sicher hält. Und jetzt nehme ich an, deswegen musste Herr Laumann jetzt quasi notfallmäßig weg, was gerade die Brisanz dieses Themas zeigt und das in meinem Livestream. Das ist ja eigentlich toll, dass er sich überhaupt die Zeit genommen hat dazwischen. Geht jetzt quasi von meinem Stream live in die Schalte mit den Gesundheitsministern der Länder und Herr Spahn und den Vertretern des Paul-Ehrlich-Instituts und was auch immer, STIKO und alle, die da sich dran beteiligen, Wissenschaftler, Mediziner und so weiter. Und er hat gesagt, vielleicht werden wir dann heute Abend noch ein Ergebnis bekommen. Vielleicht gibt es ja noch eine Pressekonferenz oder ähnliches dazu. Ich bin gespannt. Es ist eigentlich ganz spannend, dass das Ganze hier in meinem Livestream passiert. Das zeigt, wie dynamisch die Lage ist. Ich möchte da an dieser Stelle das nochmal nutzen, vielleicht jetzt ein, zwei Fragen noch von euch zu beantworten, weil ich jetzt sowieso schon mal live bin und jetzt nicht unnötigerweise auch direkt offline gehen möchte und kann euch vielleicht noch die eine oder andere Frage beantworten. Natürlich nicht das, was jetzt Herr Laumann beantwortet hat mit Schulen offen oder Schulen zu und so weiter. Ich habe es ja auch versucht, ihn zu fragen. Nochmal auf meinen Post bezogen, den ich abgesetzt hatte, was jetzt die Hirnvenenthrombose angeht und auch die AstraZeneca-Impfung im Vergleich auch mit der Pille. Da war es mir nochmal ganz klar wichtig zu sagen, es geht nicht darum, ich glaube, bei allen wissenschaftlichen Vergleichen, die getan würden, geht es nicht darum, die Impfung und die Pille zu vergleichen. Also nicht falsch verstehen, wir vergleichen nicht das Medikament Pille mit der Impfung, sondern es geht tatsächlich um das Vergleichen von statistischen Häufigkeiten. Ja, also wir vergleichen an dieser Stelle nur statistische Häufigkeiten und da ist einfach die statistische Häufigkeit, zum Beispiel eine Nebenwirkung bei der Pille zu bekommen, höher als die statistische Häufigkeit bei der Impfung eine Nebenwirkung zu bekommen. Und das ist der Vergleich, den ich da gezogen habe oder der an vielen Stellen auch gezogen wird. Es geht nicht darum, die Pille und den Impfstoff zu vergleichen. Das werden nicht Äpfel mit Birnen verglichen, sondern Statistiken. Ich gucke jetzt noch mal, ob ich irgendwie was noch beantworten kann. Ach so, die Frage kommt auch ständig. Werde ich auch ständig gefragt oder bekomme ich zugeschickt bezüglich eigenmächtiger Einnahme von Blutverdünnern, wenn man denn mit AstraZeneca geimpft wurde oder werden wird oder was auch immer. Da kann ich an dieser Stelle nur sagen, liebe Leute, wir fangen jetzt hier nicht eigenmächtig an, uns irgendwelche Blutverdünner, sei es Aspirin oder Heparin oder irgendwas, eigenmächtig zu verabreichen, nur weil es irgendwie ein gewisses verschwindend geringes Risiko gibt für irgendwelche Nebenwirkungen. Da gibt es jetzt keine wissenschaftlichen Daten und fand, wie gesagt, auch jedes Medikament, was ihr euch verabreicht oder was ihr nehmt, hat genauso Nebenwirkungen. Also jetzt bitte nicht eigenmächtig irgendwelche Sachen vermischen und Medikamente dann einnehmen, die vielleicht gar nicht sinnvoll sind in diesem Zusammenhang. So, ich schaue noch mal rein. Ich hatte auch diverse Fragen noch bekommen über Instagram, wenn ich da welche beantworten kann. Ja, warum das mit dem Impfen in Deutschland so langsam läuft, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Also das ist ja das Thema, was wir hier dauerhaft diskutieren. Ich glaube, dass wir jetzt die Geschwindigkeit der Impfstoffbeschaffung hinreichend kritisiert haben, ist ja auch nichts Neues. Das weiß unsere Politik selber. Und ich glaube, man muss ein bisschen aufhören, immer einen schwarzen Peter irgendwie von A nach B zu schieben, sondern einfach jetzt zu gucken, dass es weitergeht. Und ich würde mir wünschen, dass jetzt gleich in der Ministerpräsidentenkonferenz und nach den Empfehlungen der EMA gehandelt würde und vor allen Dingen dann auch parallel weitergeimpft wird mit AstraZeneca, weil wir einfach diesen Impfstoff brauchen, auch im Hinblick auf die ambulante Verabreichung bei Hausärzten oder ähnliches. Ich hatte noch eine Frage, abgesehen davon, dass ich hier lese, Instagram ist doof. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will.
Welchen Impfstoff ich verabreicht bekomme, habe ich, glaube ich, auch schon 100 Mal gesagt. Ich bin mit BioNTech geimpft worden, aber mir ist es eigentlich egal gewesen. Ich habe einfach BioNTech bekommen und habe meine erste und zweite Impfung bekommen, weil das war der zu dem Zeitpunkt verabreicht worden ist. Und an dieser Stelle auch nochmal als Antwort auf die Frage, wie das weitergeht mit Leuten, die jetzt zum Beispiel in der ersten Rutsche Astra bekommen haben und jetzt nach 3 Monaten empfohlenerweise auf die zweite Impfung gewartet haben oder wie es perspektivisch weitergeht. Ich gehe fest davon aus, dass heute oder morgen die Meldung kommt, dass wir weiter impfen werden mit AstraZeneca, gerade den Empfehlungen der EMA folgend. Ich sage es nochmal, wer es nicht mitbekommen hat. Die Europäische Kommission hat eben die Weiterverwendung von AstraZeneca bestärkt und nochmal darauf hingewiesen, dass es sicher ist. Und ich glaube, dass es bald so kommt, wenn nicht auch heute oder morgen, dass wir weiter mit AstraZeneca verimpfen. Für alle die, die jetzt eingeschaltet haben und sich wundern, wo ist eigentlich Karl-Josef Laumann? Den kann ich nur sagen, der ist nicht irgendwie versehentlich aus dem Stream geflogen, sondern er musste notfallmäßig den Stream verlassen, weil er sich gerade auf den Weg begeben hat in eine Live-Schalte um 19:30 Uhr mit den Ministern der Länder und Herr Spahn als Bundesgesundheitsminister und Vertretern der EMA oder wer auch immer noch daran teilnimmt, um zu diskutieren, ob Astra weiter geimpft werden soll. Ich bin jetzt hier nicht mehr, glaube ich, der Alleinunterhalter weiter, weil ich habe jetzt irgendwie alles beantwortet, was mir noch aufgefallen ist. Herr Laumann ist nicht mehr da. Er hat mir aber zugesagt, wir holen das nach, weil er jetzt notfallmäßig weg musste. Ich fand es sowieso klasse, dass er sich überhaupt dafür Zeit genommen hat und dass er das auch zwischen seinen ganzen Schalten und zwischen wohlwissender Gesundheitsministerkonferenz noch geschafft hat und gemacht hat. Und wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass das bald weitergeht mit Astra und das ist auch ja wichtig, dass es weitergeht. Und dann auch mit den Hausärzten, die mitimpfen sollten, zusätzlich zu den Impfzentren. Und dann kann man nur sagen, hoffe ich, dass wir irgendwann, ich weiß nicht wann, wahrscheinlich dieses Jahr sieht es schlecht aus, aber irgendwann, vielleicht Ende des Jahres, die Pandemie irgendwie ein bisschen beiseite lassen können und ja, uns wieder umarmen können, mit unseren Freunden treffen können und ein Stück weit ein normales Leben führen können. In diesem Sinne bedanke ich mich für alle, die hier zugeschaut haben. Was heißt, ich bedanke mich bei euch. Bitteschön, ich habe es gern gemacht, dass ich jetzt hier sitze. Ich meine, ich mache das ja auch für euch in meiner Freizeit, was ich sehr gerne mache, weil wenn ich nur einen Menschen aufklären kann, dann hat sich der ganze Aufwand ja schon gelohnt oder vielleicht einen irgendwie überzeugen kann, sich nochmal etwas intensiver mit dem Thema zu befassen. Weitere Informationen, was die Impfung angeht oder alles, was damit zu tun hat, erfahrt ihr natürlich auf den Seiten vom Robert-Koch-Institut, auf der EMA-Seite, auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums und wenn es brandheiße Informationen gibt, was AstraZeneca angeht, ob das weiter verimpft wird, dann bei mir auch auf dem Blog. Ich hätte jetzt Herrn Laumann eben noch mal fragen können, ob er mir nicht eine WhatsApp schreiben will. Das habe ich jetzt vergessen. Aber nichtsdestotrotz werden wir in Kontakt bleiben und auf jeden Fall auch diesen Stream noch mal wiederholen, weil ich glaube, dass euch das ganz, ganz doll interessiert, auch wie es weitergeht. Ich hatte noch so viele Fragen hier auf meinem Handy bezüglich Inzidenzen, ja, nein, Schulen schließen, ja, nein, Lockdown weiter öffnen, was auch immer, ja, nein, warum NRW-Landesregierung vielleicht anders als manche andere. Alle diese Fragen, wo sind die Schnelltests? Wer hat sie eigentlich? Wer testet wen? Muss ich meine Kinder jetzt schulen, sich gegenseitig zu testen? Alle diese Fragen wollte ich eigentlich noch Karl-Josef Laumann stellen, aber Herr Laumann musste jetzt weg, was ich auch verstehen kann. Und in diesem Sinne, weg ist ein gutes Stichwort. Nicht vergessen, heute Abend 20:15 Uhr den Bergdoktor gucken. Ich habe noch ein bisschen Zeit und bis dahin bin ich auch weg. Und in diesem Sinne bin ich jetzt auch raus. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Julian macht die Technik im Hintergrund. Vielen Dank dafür. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Karl-Josef Laumann oder jemand anderem hier im Stream. Und ich freue mich sehr. Wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund.